Ja, wir machen heute hier eine Demo anlässlich des dritten Jahrestages der Gründung oder des Geburtstages vom Henker. Der Henker ist der rechtsextreme Szenetreff in Berlin. Befindet sich hier in der Brückenstraße, die inzwischen die Bezeichnung die braune Straße von Berlin hat. Das hat seine Berechtigung, weil in dieser Straße nicht nur der Henker, sondern auch das Hexogen ist. Das ist ein Laden, den Herr Sebastian Schmidtke, inzwischen Landesvorsitzender der NPD, gemietet hat. Er ist in dem Sinne nicht der Besitzer, er hat ihn nur und verkauft da unter anderem auch Schlagwaffen wie Teleskop-Schlagstöcke. Und er wohnt in der Brückenstraße. Das ist wichtig zu wissen, weil ehe die Demo heute stattfinden kann, sie hat ja noch nicht begonnen, hat Herr Schmidtke gedroht damit, vor das Verwaltungsgericht zu ziehen, weil er seine Privatsphäre verletzt sieht, dass diese Demo an seinem Wohnhaus vorbeigeht. Die Demo hat aber mit Herrn Schmidtke sehr wenig zu tun, sondern es geht darum, dass wir auf die rechten Strukturen in Niederschöneweide aufmerksam machen wollen, die vom Henker, vom Hexogen, von anderen Lokalitäten und Läden gekennzeichnet ist. An denen werden wir heute alle vorbeiziehen. Das Verwaltungsgericht hat vor einer Stunde in unserem Sinne entschieden und hat die Demo-Route durch die Brückenstraße genehmigt. Das mussten wir uns gerichtlich erstreiten. Wir haben damit die Auffassung widerlegt, dass das Demonstrationsrecht ausgehöhlt werden kann. Das freut mich sehr, weil das wäre eine Fehlentscheidung sondergleichen geworden, wenn es dabei geblieben wäre. Das hätte eine Signalwirkung gehabt. Die Brückenstraße ist keine nationalbefreite Zone, wie sich das Herr Schmidt hier gerne vorstellt. Sie ist kein No-Go-Area. Sie wissen selbst, dass in der Brückenstraße auch das Wahlkreisbüro von Gregor Gysi sich befindet. Nebenbei gesagt, schräg rüber von dem Haus, in dem Herr Schmidt wohnt. Das ist seine Nachbarschaft, mit der muss er leben. Wir müssen auch mit ihm noch leben, aber wir wollen das nicht auf Dauer hinnehmen, dass solche Leute hier uns diktieren können, wo wir Demonstrationen machen und wo nicht. Und insofern wünsche ich mir, dass es heute eine kraftvolle, bunte Demo wird, wo wir viele Menschen aufmerksam machen können, was wir von solchen Dingen halten, wie sie Herr Schmidtke hier praktiziert. Und das ist der Mann da und das ist der Mann da und das ist der Mann da.